Ein herzliches Grüß Gott im Krone.at Sportstudio. Ich freue mich sehr, heute einen bunten Hund, wie er gerne genannt wird, begrüßen zu dürfen. Die Rede ist von Österreichs Schießstar Manuel Feller. Hallo. Servus, danke für den Besuch. Freue mich sehr. Und das sei der Ordnung halber gleich zu Beginn angemerkt. Der Manuel ist natürlich nicht ganz uneigennützig zu uns gekommen, sondern aus einem sehr spannenden Grund, möchte ich einmal sagen. Du bist nämlich seit kurzem Testimonial, wenn man das so sagen darf, für einen ganz speziellen Kaugummi. Genau. Über den man was genau wissen muss, außer dass er hier gerade im Bild ist. Über den man was genau wissen muss, also gehen tut es um den neuen Airways Koffein-Kaugummi. Das, was eine Partnerschaft ist, wo ich glaube, mich sehr gut damit identifizieren kann. Es ist immer irgendwie Kick oder Bewegung verbindet man damit und auch irgendwie immer ein bisschen Spaß auch verbunden mit dem ganzen Brand. Und ja, von dem her bin ich da gestern sehr freundlich in die Familie aufgenommen worden. Das war schon wirklich eine coole Sache. Wie sie mich da empfangen haben und freue mich sehr auf die Zusammenarbeit. Du bist ein guter Pressesprecher, muss man sagen. Den Werbesprecher, den hast du wunderbar drauf. Danke, danke. Die Karriere einmal beendet ist. Oder du bist Journalist, schauen wir mal. Koffein ist das Thema. Jetzt ist die Frage, wenn ich die dir so uncharmant an den Kopf werfen darf, wozu braucht der Manuel Feller eigentlich noch Koffein? Der ist ja permanent auf 180. Ja, also erstens einmal bin ich massiver Magenmuffel. Tatsächlich? Also ich komme sehr, sehr schwierig aus den Federn raus und was da noch dazu kommt, ist dann, dass ich meinen Ablauf immer so knapp geplant habe eigentlich, dass ich meistens dann ein Timing-Problem kriege. Also 5 Minuten vor der Zeit der Soldatenpflichtigkeit ist nicht so, mein Ding. Aber du schaffst es immer rechtzeitig zur Besichtigung, eher oder? 5 Minuten nachher, eher Besichtigung, das schaffe ich noch. Also, aber eben, und in dem Fall ist das einfach ein handliches Produkt, muss ich sagen, weil da spare ich mir meine 10 Minuten, 15 Minuten, was ich in der Bar hocke, einen Kaffee trinken oder am Frühstückstisch. Hocke ich mir ins Auto und auf dem Weg zum Skigebiet habe ich dann mehr oder weniger meinen Kaffee. Mhm. Und ja, auch in der Mittagspause ist es fein. Natürlich, Kaffee ist ein Genussmittel, aber wenn man mal keine Zeit hat oder wenn es einfach, wenn es die in ein Loch reinhaut oder so, dann ist das schon ein sehr cooles Produkt, wo ich sehr gerne hingreife. Mhm. Also, das hast du tatsächlich immer bei dir. Das ist jetzt nicht so ein Werbesprech, sondern das ist tatsächlich so immer in der vielleicht Tasche oder so. Beim Konditraining jetzt vielleicht nicht. Immer in der Hosentasche, aber im Auto oder so habe ich es schon immer dabei und auch immer auf jeder Reise. Man kann es immer brauchen. So, und jetzt ist natürlich die Frage aller Fragen, wie schmeckt dieses gute Ding, wenn ich das jetzt pflichtbewusst einmal in die Kamera... Kannst du das beschreiben oder sollen wir überhaupt gleich die Probe auf sich selber machen? Ich glaube, wir probieren einfach an. Also ich sage es gleich dazu, ich bin kein passionierter Kaffeetrinker. Ich hoffe, du haust mir jetzt genau, ist genau das dein Ding jetzt. Ich kann es vielleicht insofern ganz gut brauchen, weil es tut jetzt nichts zur Sache, aber ich bin seit einem knappen Monat Papa und insofern kann ich eh kaum genug Koffein zu mir nehmen. Ja, eben, also ich sage jetzt tatsächlich, was ich mir denke. Also nicht, dass mir jetzt die Pressedamen, die da im Hintergrund sitzen, mir an die Gurgel springen. Ja? Also ich schwöre, ich habe das mir noch nie gegessen. Weil ich springe es nicht an die Hirn. Ja. Also mal der klassische Airwaves-Geschmack, ja. Ja, ich spüre schon, wie die Energie hochsteigt. Ja. Das Sprechtempo verdoppelt. Nein, natürlich braucht das ein bisschen Anlaufphase, gleich wie bei einem Kaffee. Ein Kaffee braucht eigentlich noch länger, bis er Wirkung anfängt. Von dem her ist der Kaugummi hat da von dem her schon einen Vorteil auch. Und natürlich, Geschmäcker sind verschieden. Der eine steht mehr auf was Schärferes, da ich bin ein bisschen mehr der Fruchttyp. Ja. Aber ist sicher ein schmackhaftes Produkt, glaube ich, und auch ein Produkt, das da den nötigen Kick im richtigen Moment gibt teilweise. Also geschmacklich absolut top, das darf ich hier mit in aller journalistisch gebotener Korrektheit einmal machen. Das Koffein schmecken an sich tut man nicht oder schwer? Oder im Allgemeinen nie, das kann sein nach einer Zeit oder so, dass man, hat schon ein bisschen einen Nebengeschmack, aber ich glaube, es ist ein bisschen, der erste Kaffee hat auch nicht geschmeckt, oder? Ja, das stimmt, das war und das erste Bier hat auch nicht geschmeckt wahrscheinlich. Das hast du gesagt. wenn ich nicht schlafen kann um 2 Uhr, ich rufe dich an. Passt, So, jetzt haben wir natürlich ein logistisches Problem, weil Kaugummi und Moderieren, das geht normal überhaupt nicht. Das heißt, Thomas, vielleicht kannst du jetzt groß auf den Manuel switchen, während ich den Kaugummi rausgib und dann gehst du wieder auf mich. Ich sag, wenn es soweit ist. So, ich wäre bereit. Brauchst du auch was?
Bitte, danke. Jetzt gehen wir wieder in der Totale bleiben. Mit. Aber nur anstandshalber, ich würde schon gern trinken lassen. Wir müssen das improvisieren. Nein, also um Gottes Willen, das war jetzt nicht auf den Geschmack bezogen. So, wir sind es gleich. Einmal noch auf mich bitte, ich muss Sie so lange unterhalten und sagt, dass wir in ein paar Sekunden geschafft haben. Das passt. Gut. Damit, wenn es recht ist, können wir uns auch ein bisschen dem Phänomen oder der Person Manuel Feller widmen. Das Phänomen unter Anführungszeichen, das ist ja ein viel breiteres als nur der skifahrende Manuel Feller. Du bist ja, das erzähle ich dir, jetzt nichts Neues bei uns Journalisten, auch deswegen beliebt, weil du mal einen lockeren Spruch raushaust, weil er weiß, wie man sich auf Social Media verkauft. Und das ist schon ein ganz gutes Stichwort, weil du eine Art Videoblog betreibst, wie intensiv, werden wir jetzt gleich besprechen, der sich nennt Felly Speaks His Mind. Und wenn es recht ist, würden wir jetzt ganz kurz ein Episödchen einspielen, sozusagen, damit die Zuseher wissen, wovon wir sprechen. Das ist jetzt, glaube ich, 2 Jahre in etwa alt, was wir eingespielt bekommen. Bitte Film ab. Servus, Abedere und willkommen zu einer weiteren Folge von Felly Speaks His Mind. Ja, in der heutigen Ausgabe geht es um die Top 3 der Selfie- und Foto-No-Gos. Nummer 3. Bei der Besichtigung interessiert mich überhaupt nicht, wenn da einer 10-mal hin und schreit, ey Fella, dreh dich um, mach mal ein Foto. Fokussierst dich weiter auf die Besichtigung und nachdem er das 10. Mal geschrien hat, rutscht weiter, du Arschloch. Immer bleib daheim das nächste Mal. Nummer 2. Essen im Hotel. Ich mache immer gern mit jedem ein Foto, immer wenn ich Zeit habe, aber nicht, wenn ich mit meinen Leib beim Essen hucke und die Backen voll habe. Also No-Go Nummer 2. Und mein persönlicher Favorit, Nummer 1. Stehst beim Pissen, beim Pissoir, stellst dich nebenbei einer hin. Oh, das ist ja der Feller. Ja, mach mal ein Foto. Hebst man du dabei, oder wie? Also, man kann ja wohl nur warten, bis man fertig ist. Von dem her, gewisse Grenzen sollen einfach nicht überschritten werden und respektiert und akzeptiert werden. Dann haben wir alle kein Problem. Ich mache gern mit jedem ein Foto. Ich freue mich schon riesig auf die Heimrennen nächstes Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle wieder dabei und macht wieder so eine gewaltige Stimmung. Servus und Harvitere. Ist es wirklich so schlimm, Manuel? Folgen dir die Fans bis aufs WC? Oder war das ein bisschen satirisch und künstlerisch überspitzt? Nein, es hat natürlich alles einen gewissen Grund gehabt, sage ich jetzt einmal so. Wie fange ich dann gescheitest an? Also, Social Media ist ein bisschen so, andererseits ein Segen, andererseits ein Fluch, würde ich sagen. Also, die Sache ist die, natürlich, ich weiß, wir leben von Fans und ich liebe meine Fans über alles. Und es ist auch zu 90% so, dass es auch so abläuft, wie man das gern hat. Aber in der heutigen Zeit ist es oft auch so, dass das Wert von einem Selfie oder von einem Foto oder so steht über allem anderen so ungefähr. Also der auf dem Foto ist, in diesem Sinne der Athlet oder so, ist oft Nebenschauspieler oder Nebendarsteller oder grob gesagt vielleicht die Zirkusattraktion. In Kombination vielleicht sogar mit meinem eigenen Kind, weil die Mama reißt das eine Kind daher und den Athleten von der anderen Seite. Und das ist für mich dann einfach ein komplett unangenehmes Gefühl, weil ich merke, das Kind will das nicht. Ich will das in dem Moment so auch nicht, wie das abläuft. Aber wir sind für das da, dass du das mit meinem Kind ein Foto machst und das muss jetzt so passieren. Und das hat nicht nur in dem Sinn, sondern es gibt mehrere Situationen, wie es eben auch da bei Felly Speaks His Mind erwähnt worden ist. Und ich glaube, das Hauptproblem ist in dem Fall eigentlich, dass die Leute einfach den Moment einfach nicht mehr normal wahrnehmen und das auch nicht wirklich registrieren, was da gerade passiert, sondern sie wollen einfach ein Produkt haben, das sie dann jeden zahlen können und Hauptsache das Foto ist da. Also du wirst wie eine Trophäe gehandhabt. So, so ungefähr. Und das, glaube ich, ist in der heutigen Zeit in Social Media das größte Problem, dass die Leute immer nur sehen, okay, der tut das und der tut das, wissen aber die Geschichte dahinter nicht, weil ein Selfie mit einem Smile ist in jeder Situation, an jedem Ort gleich erledigt. Mhm. Ich glaube, es geht im Eigentlichen einfach darum, dass man, so wie ich vor dir oder vor jedem anderen Menschen, hat man einfach einen gewissen Grundrespekt und es gibt gewisse Linien, die einfach nicht überschritten werden sollen. Und das ist jetzt auch egal, wer da vor mir steht, ob das ein Mensch aus der dritten Welt ist oder ob das irgendein Superstar oder irgendwas ist. Ich glaube, man soll vor jedem Menschen einfach den nötigen Anstand und den normalen, gesunden Respekt haben und
dann ist für mich alles in Ordnung. Dann mache ich auch nach jedem Rennen gern, stelle ich mir eine halbe Stunde, das mache ich auch bei jedem Rennen, stelle ich mir eine halbe Stunde hin. Aber mache Fotos und Unterschriften. Aber wenn ich eben mal keine Zeit habe, so wie vorm Rennen oder zwischendrin, gehen sie nur 5 Fotos aus oder vielleicht einmal nur 2, 3, dann ist das eben so. Ich habe an dem Tag einfach einen Job zu erledigen. Mhm. Und das heißt, von da, wo ich im Starthaus stehe, bis da, wo ich unten abschwinge und das zweimal 60 perfekte Schwünge zu machen, zum Beispiel im Slalom. Und da ist halt alles rundum herum sehr störend, vor allem wenn dann gewisse Grenzen überschritten werden. Sage ich mal. Insofern, ich kann mir vorstellen, dass das nicht unbedingt dein Lieblingsthema ist, aber ich komme irgendwie nicht drum hin, mit dir auch darüber zu sprechen. Müsstest du ja dem Marcel Hirscher fast dankbar sein, dass es ihn gibt, weil der nimmt euch ja wahrscheinlich viel von den Fanarbeiten ab, sozusagen. Da erinnere ich mich immer an eine Geschichte, die italienische Skifahrer vor 20, 25 Jahren erzählt haben. Die haben gesagt, von 20 Journalisten laufen 18 zum Tomba. Und die zwei, die nicht zum Tomba laufen, fragen uns, was wir über den Tomba sagen. Das heißt, wie lebt sich's mit der Übermacht Hirscher? Also was Pressetermine betrifft, das hast du definitiv recht. Also das ist definitiv auch so der Fall. Also das erste Mal stürzen sie alle auf ihn und wir können eigentlich in Ruhe das machen, der was er gerade Zeit hat, so ungefähr. Das ist sicherlich ein Vorteil für uns. Aber in der Öffentlichkeit ist es eigentlich genau andersrum. Er hat Marcel, ich hoffe, du nimmst das jetzt nicht persönlich. Er hat halt seine Möglichkeiten, wo er von da oder da halt bei den Leuten vorbeikommt und so weiter. Er hat eine Maschinerie dahinter, die halt alles auf die Minute, auf die Sekunde geplant hat, dass das auch alles passt. Und wenn der keinen Fan sehen will, dann sieht der auch keinen. Mhm. Wir sind mehr so, da ist der Ausgang und jetzt geht's los, so ungefähr. Freiwillig, unter Anführungszeichen. Natürlich hat er auch einen anderen Status. Es wäre wahrscheinlich auch in seiner Person jetzt auch nicht mehr möglich, sage ich einmal. Aber das heißt nicht, dass das für uns einfacher ist, sondern so prallt eigentlich auf uns, was von den Fans herkommt, noch mehr ab. Mhm. Weil wenn sie Erben nicht zum Fressen haben, dann haben sie uns sozusagen. Jetzt nicht böse gemeint, aber so ist es eben. Ja. Die WM in Aare ist noch nicht allzu lange passé. Für dich, sag ich, interpretiere es jetzt einmal so, hat es ein durchschnittliches Ergebnis gegeben in Form eines 15. Platzes und eines 6. Platzes, so dass ich es gerade rausbringe. Mit ein bisschen Abstand betrachtet, ordnest du die WM wo ein in deiner Karriere bisher? Wäre sicher schlechter gegangen, wäre sicher besser gegangen. Sehr diplomatisch aus der Affäre gezogen. Das Ziel, das habe ich im Vorhinein gesagt, das Ziel war eine Medaille, das Ziel haben wir nicht erreicht. Auch wenn es im Slalom zeitmäßig dann schlussendlich sehr knapp war, aber hätte ich Contivari, das gibt es im Sport halt einfach einmal nicht. Von dem her, ja, im Slalom ist es eigentlich mehr Enttäuschung, weil ich nach in der Truhe war, aber andererseits habe ich eigentlich eine sehr gute Leistung gezeigt, von dem her muss ich eigentlich auf mich oder mit mir selber zufrieden sein. Im Riesendorlauf ist es momentan sicher so, dass wir ein bisschen ein Problem haben, was aber auf mehrere Sachen zurückzuführen ist. Sollen wir jetzt klar auf das Riesendorlauf-Thema eingehen? Sehr gerne, ja, sehr gerne. Weil du hast ja nach Bansko gemeint, dass irgendwas stimmt seit dem Ausfall in Saalbach nicht. Wie nahe bist du denn dem Übel schon gekommen in deiner Analyse? Also im Allgemeinen betrachtet muss man das einmal so sagen. Ich habe das Privileg von der Firma Atomic Heuer bekommen, dass ich einen eigenen Servicemann zur Verfügung gestellt gekriegt habe. Was andererseits das die Basis einfach für unsere zukünftigen Jahre ist und wir somit massiv professioneller arbeiten können. Andererseits fängst du natürlich auch wieder von weiter, ich sage jetzt nicht von null, aber von weiter unten an. Der Trainer mit Servicemann mit Athlet, Athlet mit Trainer, das ganze Radl, das muss erst richtig ins Laufen kommen. Läuft natürlich auch, aber uns geht, wir haben dann sehr schnell einmal registriert, dass man einfach, dass es für uns ein Lehrjahr ist, unter anderem. Das heißt nicht, dass wir gewisse Ziele gehabt haben oder gewisse Ziele auch noch haben jetzt für die letzten Rennen, aber uns gehen einfach in gewisser Hinsicht Erfahrungen ab, Rennpraxis ab als das neue Team jetzt, so wie wir es jetzt vorfinden. Und wir haben oft Temperaturen Freitag, Samstag, 10 bis 15 Grad Unterschied zum Sonntag, zum Renntag dann gehabt, wo wir einfach dann auch nicht die Routine oder die Erfahrung gehabt haben, dass wir sagen, bei dem Rennen oder so, wir schmeißen jetzt alles über den Haufen, weil bei dem oder dem Rennen hat das sehr, sehr gut funktioniert und das passt halt wahrscheinlich auch. Da gehen uns einfach nur Erfahrungen ab mit dem Team, das wir jetzt haben, und von dem her ist das einfach zu akzeptieren und versuchen,
Weil es hat ja in, so wie Solbach und Alta Badia, hat es ja sehr gut funktioniert. Das hat auch skifahrisch sehr gut ausgeschaut und bei anderen Bedingungen halt dann wieder relativ schlecht, muss man auch zugeben, bin ich auch schlecht gefahren und so weiter. Das ist halt dann einmal so. Die Sache ist die, einfach daran zu arbeiten. Erstens einmal das Material so abzustimmen, dass man sagt, es passt wieder zu 100% und dann auch mein skifahrisches Können natürlich wieder zu verbessern, weil momentan einfach keine Harmonie im Riesenlaufschwung drin ist, zu viel Bewegung, zu viel Unstabilität und so weiter. Wie sehr geht dir denn das Schlagwort Konstanz inzwischen auf den Wecker? Weil man hört sehr, zugespitzt ja, sehr oft der Feller, das ist der, der wahnsinnig schnell Skifahren kann, aber im zweiten Durchgang ausfällt, jetzt sehr überspitzt formuliert. Ja. Was macht man dagegen? Die Frage habe ich auch schon oft gehört. Erstens einmal, ja, Konstanz. So kreativ sind wir Journalisten. Ich sage es auch selber wieder, also wenn es an irgendwas happert, dann ist es Konstanz. Ja. Nur wie man das... Aber aktuell hat man bei 6 Ausfällen im Weltcup-Jahr 18, 19, wenn ich richtig gezählt habe. Ja, gar nicht so viel. Ich habe etwas rausgeschrieben. Das habe ich letztes Jahr im Slalom in Ortsam. Anyway, stark gekontert. Ja, also nur mal so vom, also man darf ja auch nicht immer alles Schlechte hernehmen. Wenn ich jetzt hernehme, ich habe mit der Zielankunft in Wengen schon gleich viele Slaloms im Jahr 2018, 19 ins Ziel bekommen, wie ich in der Saison 2017, 18 in der gesamten Saison geschafft habe. Das heißt, ich habe in der halben Saison schon die gleiche Miete gemacht, als wir in der ganzen Saison. Und ich habe nur dazu 2 Podiums eingefahren, das ich bis jetzt im Slalom nicht geschafft habe. Natürlich die WM, St. Moritz war ein Podium, aber das ist jetzt kein Weltcup, das ist eine Weltmeisterschaft. Und ich war auch im Slalom immer richtig schnell. Und was auch aufgefallen ist, glaube ich, das haben auch viele Leute gesagt, ich schaue ruhiger aus, stabiler aus im Slalom. Und das war auch der Fall. Es war ein dummer Fehler in Adelboden, wo einfach von mir Konzentrationsfehler war, wo man eigentlich weiß, da muss ich über den Außenski fahren. Dann war ein Fehler in Kitzbühel, das kann passieren, vor allem an der Stelle, so wie es da passiert ist, das ist halt einmal blöd gelaufen. Und sowas wie Schladming, das überrascht mich heute noch, wie schnell das gegangen ist, weil da war bis da auch wie ein Panzer bin ich gestanden und auf einmal zack, boom, ist es passiert. Und das sind halt nur so gewisse Erfahrungen, wo man sagt, okay, vielleicht hätte man vom Material her um die paar Hundertstel Prozent oder das ist immer so, sagen um den Prozent, der Prozent ist ja schon wieder massiv viel, allein ein halber Grad beim Skischuh, das ist ja unvorstellbar für einen Laien, was das ausmacht. Aber um das Einzahl weniger Aggressivität im Skiende oder vielleicht, keine Ahnung, bla bla bla, Zeit ist in dem Fall das, was mir sicherlich auf Dauer am meisten hilft und konsequent dranbleiben. Und dann wird es auch irgendwann so funktionieren, wie wir das wollen. Also Fakt ist, dass du den Skisport ja schon in vielen Facetten kennengelernt hast, zum Beispiel mit Silber in St. Moritz, Silber in Pyeongchang. Du warst allerdings auch schon sehr weit unten in Form deiner Rückenprobleme und Bandscheibenprobleme. Wie oft hast du dir denn schon gedacht, was mache ich eigentlich, wenn das mit dem Skifahren rein gesundheitlich nicht so weitergeht, wie ich mir das vorstelle? Hast du da schon einen Plan B schmieden müssen? Ja, das ist schwierig zu sagen, weil Skifahren oder eigentlich Sport. Ich nehme jetzt nur her, ich bin mit 10 Jahren in die Skiabteil gekommen. Das heißt, seit ich 10 Jahre alt bin, ist Skifahren einfach der Mittelpunkt meines Lebens. Bin mit 10 Jahren ins Internat gegangen. Das heißt, ich habe seit ich 10 Jahre alt bin, keine Sommerferien gehabt. Das heißt, seit ich 10 Jahre alt bin, habe ich strikt Training, Skifahren, eine Woche im Sommer Urlaub mit der Family damals und der Rest war 5 Tage die Woche Kanditraining und 3 Wochenende. Also ich habe einfach mit 10 Jahren mehr oder weniger arbeiten angefangen. Und wenn man das so früh einfach nur so kennenlernt, dann wird es auch nach der Karriere auch kein Leben ohne Skifahren oder zumindest ohne Sport geben. Du wirst immer in irgendeiner Hinsicht wieder den Kontakt zu der Sportart suchen, versuchen irgendwie vielleicht auch weiter beruflich irgendwas in der Hinsicht zu machen. Was für mich sicher nicht mehr zur Frage steht, ist irgendwo in einen Flieger einsteigen mit einer Mannschaft und irgendwo hinfliegen. Aber ich sage mal Österreich oder Zentraleuropa irgendwie als Trainer oder lass es irgendeine andere Sportart nur irgendwie im konditionellen Bereich mit Kindern was sein. Irgendwas mit Bewegung wird es schon zu tun haben, sollte es mit dem Skisport einmal nichts mehr sein, weil er einfach mein Leben lang Begleiter war. Klar, aber das wollen wir ja jetzt nicht hoffen. Wenn es nach mir geht, kannst du noch sehr, sehr lange weiterfahren, wenn dir das irgendwie hilft in deiner Entscheidungsfindung. Zum Abschluss muss ich dich auch noch auf die Causa Prima in der österreichischen Wintersportszene ansprechen, auch wenn es dich Gottlob nicht betrifft und es nicht dein unmittelbares Thema ist. Wie geht's dir, wenn du die aktuelle Doping-Causa verfolgst?
Andererseits ist es sehr schade für die Sportart selber, sehr schade für den österreichischen Sport und vor allem auch für unseren Verband, für den österreichischen Skiverband, weil ich bin Teil des Verbands und durch das kommen dann eben auch Fragen, so wie die jetzt auf mich ab, obwohl ich eigentlich kannst, mein Leben lang noch nie irgendwie was. Aber du weißt, dann wie wir Journalisten gestrickt sind natürlich. Ja, es ist auch dann schwierig, ist ja logisch, ist ja ein gutes Recht. Es ist für mich dann auch schwierig, ich kann jetzt, es ist einfach einmal Fakt, ist einfach umso monotoner eine Sportart ist, umso relevanter ist Doping in der Hinsicht einmal. Von dem her bin ich Gott sei Dank in einer Sportart gelandet, wo das einfach fast kein Thema ist, sage ich einmal. Du hast den Materialfaktor, der so ein hoher Faktor ist, dass du noch so ein Gerät sein kannst. Wenn das nicht passt, passt es nicht. Wenn der mentale Faktor nicht passt, wenn du es einfach nicht schaffst, das auf den Punkt bringen, von Trainingsweltmeister hat schon weiß Gott wie viele gegeben. Und der andere ist dann einfach auch Technik, was beim Skifahren ein Riesenfaktor ist. Und die drei Komponenten haben schon mal so viel mehr Gewicht als wie das eine Thema, dass es für einen Skifahrer, glaube ich, gar nie irgendwie zur Option stand, weil das Risiko erstens viel zu hoch ist für das, was mir passieren kann. Andererseits, ich glaube, wenn ich jetzt nicht 5 Disziplinen fahre, wobei so, wenn man jetzt den Rennkalender der letzten Zeit wieder anschaut, muss da eh wieder denken. Aber du kriegst deine 7 Sachen so beieinander und vor allem das Wichtige ist einfach, dass das harmoniert. Ja. Also das bringt mir nichts, wenn ich jetzt erfolgreich bin, wenn ich das nicht feinfühlig untersetze oder wenn ich das mit meinem Material oder so weiter nicht abstimme. Und andererseits muss man auch sagen, ich habe jetzt als Außenstehender, ich meine, ich mache Sport und so weiter und ich weiß, beim Langlaufen läuft man von A nach B und beim Radfahren radelt man von A nach B und fährt halt einmal runter und einmal rauf, aber du hast jetzt kein, im Englischen gibt es so ein bisschen den Ausdruck Understanding und Overstanding und man kann das verstehen oder verstehen, oder? Und was zu einer Sportart alles dazugehört und ich weiß jetzt nicht, in welcher Situation ein Sportler sein muss, dass er so Sachen macht, weil zum Beispiel der Hauke Max, das sage ich jetzt einfach mal so, der war mit mir in der Schule und das war ein Mensch, der hat in seinem Leben, glaube ich, noch nie irgendeinen Blödsinn gemacht. Noch nie. Also da habe ich so viel mehr Scheiße gebaut in meinem Leben, also, das schafft er gar nicht mehr. Aber auf so eine Idee war ich nicht gekommen und hätte ich zu ihm zum Beispiel nie zutraut. Jetzt ist die Frage, wie kommt so ein Mensch, der sich eigentlich sein Leben lang nie irgendwas traut hat oder nie irgendwie einen Blödsinn gebaut hat, auf die Idee, dass er sowas macht. Es ist schlussendlich auf den Punkt gebracht, es ist Betrug und meiner Meinung nach ethisch einfach nicht vertretbar, weil wenn ich da unten stehe und mir meine Leute zujubeln, kann ich mich nicht freuen damit und ich möchte es einfach mit mir persönlich, ich möchte es erreicht haben und wenn ich dann Zehnter bin, macht mir das viel mehr stolz, als wenn ich das irgendwie auf nicht fairem Weg auf dem ersten Platz geschafft habe. Und das, glaube ich, ist der Punkt dahinter, also, was mich persönlich betrifft. Sehr starke Worte von dir, das lassen wir so stehen und wir hoffen, dass wir uns dann bald wieder anderen erfreulicheren Themen widmen können und wir zwar stoppen uns jetzt ganz legal, würde ich sagen. Genau, wir geben uns jetzt einen richtigen Kick für die letzten 4 Rennen. Jawohl. Alles Gute für den Endspurt im Weltcup. Ja, wir freuen uns sehr, wenn du wieder mal langweilig bist und du bist in Wien, jederzeit anklopfen und vorbeischauen. Dankeschön. Danke dir. Bei Ihnen bedanke ich mich wie immer fürs Zuschauen und wünsche noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Wiederschauen. Wiederschauen.